So, dann geht's weiter mit einer neuen Runde Floralfly. Mit dabei ist heute Binan. Hallo. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, wahrscheinlich nicht. Oder wie spricht man den aus? Binan? Bienen. Binan, okay. Und genau, wir sind bei Platin Level 8 bzw. Platin 9 aktuell. Und wir fangen einfach mal an, jetzt mal miteinander zu leveln. Sollte einigermaßen gut funktionieren, weil wir einfach beide die ganzen Sachen anhaben. Oh Gott, irgendwie, ich krieg haufenweise Müll ins Inventar. Shit. Du kriegst da haufenweise Müll ins Inventar. Halt schön davor, du genau, sollte eigentlich relativ gut funktionieren, weil wir beide die gleichen Amtis anhaben und so weiter. Und von dem her denke ich mal oder hoffe ich mal, dass es einigermaßen gut funktioniert. Brauchst du eigentlich Pride of Victory? Was ist das nochmal? So ein Power-Up, was 10% HP und 5% Attack bringt. Ich hätte nämlich da ein paar übrig. Ja, kann nehmen. Ups. So. Ich gebe jetzt einfach mal 100. Mal kurz schauen, ob ich sonst noch irgendwas. Ja, da nicht so viel. Genau, muss ich erstmal so. Okay. Ich weiß nicht, Upcuts und so hast du generell selbst sind, oder? Ja. Oder Upcut, genau, sehr Standard. Sieht gerade fast aus, wie sind auf Night gedrückt. Ist eigentlich schon mal passiert, dass der bei einem Platin-Level auf die falsche Jobklasse geklickt hast? Noch nicht. Noch nicht, okay. Kann ich schon mal B5 oder so? Oder Astria? Wo gehst du mal hin? Nein, Astria, oder? B5. Oder B5. B5, okay. Eine B5. Das ganze Equipment wieder finden im Inventar. Ich meine, irgendwie große Inventare sind echt cool und so, aber. Ah, oh, das ist Sklaverei die ganze Zeit immer. Das ist mega nervig. So, Skills laufen, genau. Das Zusammenleveln geht schneller, als wenn man alleine levelt. Ja, ich denke schon auch, ja. Ja, ist halt auch klar. Habe ich Party auf Schaden gemacht. Aber früher hatte ich es irgendwie mega oft, dass ich dann die Party auf Level hatte und ich mir die ganze Zeit gedacht habe, warum kriegst du wenig XP und so. Dachte ich mir, irgendwas ist total faul und so. Und dann habe ich teilweise echt so wirklich eine halbe Stunde so gelevelt, bis ich mal gecheckt habe, ups, Party ist auf Level. Ist irgendwie. Naja, keine Ahnung. Schauen, sollen wir gleich zu 20 gehen? Ja, lohnt sich mehr. Soll ich mal so schauen, das Video kommt übrigens dann ein bisschen später online. Das muss ich gerade überlegen. Heute ist Mittwoch, genau. Heute kommt noch NoFly. Morgen kommt dann. Nee, andersrum. Nee, heute kommt eine Runde Floralflife, aber das glaube ich die, wo ich letztes Mal aufgenommen habe. Dann kommt NoFlife und dann wieder Floralflife. Also wenn alles nach Plan geht, dann am Freitag, glaube ich. Genau. Ist gut. Wahrscheinlich aber auch schon. Was für Ja? Äxte hast du? Vampire X habe ich aktuell. Okay. Und du machst mehr Damage als ich, wundert mich. Kann auch am Set also liegen oder am Schmuckset und so oder am CS-Set. Ja. Schmuckset habe ich gleich, aber die anderen Sachen ist gleich besser. Kann sein, ja. Hast du überall dreimal Crit-Schaden drauf? Nee. Okay. Ich habe zu viel gelernt, dass ich das vergessen habe. Geht meistens auch so, ja. Ich bin Level 60. 60? Oh, lol. Du bist mega schnell. Ich bin 118. Warte kurz. Hab's gleich. Ich warte einfach. Jo. Im Prinzip bleibt nicht mal irgendwas anderes übrig, weil wenn ich um 20 bin, kriegst du eh keine XP. Böse. Hast du Adria-Ticket? Nee, kann ich mal schnell besorgen. Okay. Kauf ich schnell. Ich bin den Server 2 in Asien.
Ja, also zum Leveln und so, wenn man irgendwie mal zwischendrin ein bisschen Flash spielen will und so, eigentlich echt ziemlich cool, ja. So, haben Astria-Ticket dabei jetzt, ja. Sollen wir Astria oder Tor bleiben? Also, ja. Okay. Welchen Channel bist du? Zwei. Okay. Das Positive an Astria ist, dass der einfach mehr XP, mehr Geld untergeben. Das ist ganz cool eigentlich. Aber irgendwie geben die Mobs immer konstanten Level ab. Ist eigentlich lustig. Ja. Aber es ist eigentlich vollkommen egal fast, bei welchen Mobs man levelt. Na gut, okay, im Tower glaube ich geben dann, oder die 20er geben 2 Level ups zu so Mob. Wir können jetzt da zu diesem Level 97 kommen. Jo. Bin ich mal ein Pet draußen? Läuft mir. So, Waffen. Jetzt geht's. Kann mal schauen. Ich weiß gar nicht mehr, was du das letztens gesagt hast oder so. Du spielst, glaube ich, noch, oder irgendwann mal letztens gesagt, der spielt noch auf 3 oder 4 anderen Servern. Ich spiele auf dem Mathe vielleicht auch noch. Okay. Ich spiele so noch Mathe vielleicht. Nee, schon lange nicht mehr. Also, ich habe mal eine Zeit lang drauf gespielt und so, war eigentlich ganz lustig. Nur, warum habe ich aufgehört? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, genau, was eigentlich dann mehr oder weniger so ein reines, so ein reiner Farm-Simulator einfach da war, so ein Grinding-Simulator quasi. Ja, was irgendwie einfach nur um Red-Chips farmen, Perien farmen. Ja, fand ich jetzt nicht ganz so geil, irgendwie, ehrlich gesagt. Sollen wir gleich weiter zu den Kannis? Ich habe da noch 100 RP und weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich will das auch nicht mehr so. Ja, ich habe ein ganzes Zeug letztens da alles verschenkt. Ganzen Red Chips, Perien und so weiter. Ich gehe schon mal B5. Bin Jo. nur 100. Warte mal kurz, Buffs. Ups, das war zu schnell. Müssen schnell rebuffen. Ah, warte, 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 warte. So, jetzt darfst du. Okay. So, am Anfang so blöd, ich dachte mir so, die, als die Arznei abgelaufen ist und so, dachte ich mir, naja, gut, okay, abgelaufen, blöd, blöd gelaufen. Und hab die alle erstmal komplett weggeworfen, weil mir dachte, naja, okay, das ist rot und so, hast halt irgendwie verpasst. Aber ich habe nicht gewusst, dass man die eben auch noch benutzen kann, wenn die eben abgelaufen sind. Das war halt dann echt ein bisschen unlucky. Kann man die noch benutzen, wenn die abgelaufen sind? Ja, das ist immer das Problem. Und ich wusste es eben nicht und dachte mir so, naja, gut, abgelaufen und so, Ich normal. weiß es immer noch nicht. Also, ja, also wenn sie ablaufen, nicht wegwerfen, kannst du sie weiter benutzen. Oh. Vor allem kannst du dich dann denken, wie alle geschrieben haben, so nach dem Motto, hey, warum wirfst du das alles weg und so, kannst du noch benutzen und so. Vor allem normalerweise leere ich mein Inventar nie aus. Wirklich, mein Inventar ist immer komplett zugemüllt und ist einfach, ja, nur Müll drin eigentlich. Ich leere mein Inventar einfach nie, wenn ich, oder auf meinen Let's Play Charakter. Und jetzt habe ich ein riesiges Inventar und natürlich genau das Mal, oder diesmal, wo es wichtig gewesen wäre, das Zeug zu behalten, schmeiße ich natürlich weg. War richtig typisch einfach. Einfach dumm, aber naja. Kann man nicht ändern. Jetzt will ich gerade schon wieder schreiben, PSF Looking for Filler. Das ist Ich schlimm habe jetzt, das der. in Roomtour gesehen, ne? Ich habe die gleiche Tastatur, die du hast. Echt lol. Ja. Ja, ich finde das auch relativ cool, weil. Also beziehungsweise die Maus generell oder speziell die Maus von Rocket finde ich relativ cool, weil die irgendwie so eine komische Beschichtung drauf hat, dass die einfach nicht fettig wird. Das heißt, wenn du irgendwie dann, also wenn du mal mit fettigen Fingern oder so zockst oder generell, die wird nicht wirklich fettig, finde ich. Ist eigentlich ganz cool. So bei den ganzen Logitech-Dingen und so, ich weiß nicht, ich hatte haufenweise Mäuse bisher, aber die meisten Mäuse, die ich eigentlich hatte, die fetten
übel schnell und werden irgendwie so einfach so, so, keine Ahnung. Du bist schon 23, warum levelst du so schnell? Levelst du so langsam oder levelst du so schnell? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, du hast ja dieses Matrikalische nicht an, ne? Doch, eine habe ich an, die plus 200% bringt. Ja, die habe ich auch an. Und ich habe ja Komisch. diese Anfang, diese drei Dinger, die du weggeworfen hast. Ach so, die noch zusätzlich, okay. Okay, ist ja klar einiges. Ja, das macht Sinn. So. Boah, ich muss gerade zugeben, ich habe noch nicht mal das Video für heute editiert. Das ist echt schlimm. Bist du Ich bin schon? schon Ach so. noch allein. Okay. Ich hoffe, danach kommt noch ein Experiment. Ja, müssen wir schauen. Bin mir nicht sicher, wie lange das ich dann tatsächlich aufnehme. Es kann sein, dass eventuell gerade schon die letzte Folge ist. Muss man schauen. Muss morgen relativ früh raus. Das heißt, das Video müsste eigentlich. Es müsste eigentlich schon fertig sein, das ist das Problem. Und bei meiner geilen 16K-Leitung und so dauert natürlich ein Video uploaden 3 Stunden. Das Oha. heißt, ja. Ist immer blöd. Aber gut, ich sag mal so, Ja. jetzt einen Monat noch, dann habe ich hoffentlich endlich mal meine 100K-Leitung und dann soll es endlich gehen. Also, ich hoffe es wirklich. Wie viel K-Leitung hast du denn gerade? 16K. Eine gedrosselte 16K-Leitung sogar. Also normalerweise sollte eine 16K-Leitung ungefähr 1,8 MB Download bieten, die Sekunde. Und meine liefert aktuell 200 Kilobyte. Ich lebe gerade mit Leech mit. Ist das okay, oder? Ich denke mal, wir kriegen weniger XP, oder? Mit drei Echt? Leuten? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon, ja. Wobei, ja gut, das ist ein Wacky Leech. Boah. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke mal. Und ich glaube schon. 78, mal schauen. 84, 16% vor uns. Ja, ich glaube, ich muss gleich raus. Oh Gott, hier bin ich Jetzt verliere ich mal hier wenig gestattet. Platin 9, keine Ahnung, ob das da so einen krassen Drop gibt. Oh Gott, ich bin nicht blöd. Ich habe nicht meine Equipment angezogen und so. Ah, fuck. So, jetzt aber. Bis 129, okay. Krass. Aber generell mit den XP ist irgendwie eh immer mega komisch. Also ich hatte es irgendwie dann schon, oder vielleicht hast du es auch im Video gesehen, früher war es immer so, oder da war es teilweise so, vor 130 hat mein Ringmaster irgendwie um einiges schneller gelevelt als die Blade. Dann wurde ich 130 oder so, oder beide wurden 130 und auf einmal hat der Blade dann doppelt oder dreifach so schnell gelevelt wie der Ringmaster. Das ist ganz, ganz komisch. Also mit dem XP-System auf Plural, das ist. Ich steig nicht ganz durch, ich kapiere es nicht. Irgendwie eigenartig. Man braucht doch so viel zu viel XP, um richtig schnell leveln zu können. Ja, naja, gut, ich meine, an sich für High Rate und so ist es eigentlich ganz in Ordnung. Also, ja, gut, das ist Geschmackssache, denke ich mal. Ich gehe zu den 130ern, jetzt ziehe ich zu wenig. Jo. Ja? Hast du nicht Feuer drauf auf deinen Waffen? Schon, oder? Ja. Okay. Ja. Lohnt sich es, Dings, ein LG-Set, das ganz plus 15 ist und gut erweckt, bisschen gut erweckt, zu Armings dafür zu kaufen? Mit dem LG-Set meinst du was genau? Das. Legendary Set, das Komfortschein. Ach so. Ha, gute Frage. Ich habe jetzt nur eigentlich das Shiny Floral-Set. Ich bin mir gar nicht sicher, was das für einen Effekt hat. Also. Das andere Set kann man ab Level. 120 anziehen, oder? Ja. Okay. Gute Frage.
Ich level schon seit meinem Platin-Level nur mit Rapantis. Okay. Das ist mit Downkarten und so weiter. Müssen wir einfach ausprobieren, ja, ausprobieren, das ist wahrscheinlich ein bisschen teuer. Was war eigentlich der Unterschied zwischen den Sets? Das Legendary Set war ein bisschen billiger, oder? Oder Ja, aber ist schon billiger und ein bisschen gut. schlechter oder so. Okay. Aber ich war ja gerade auch für den fürs Shiny Set. Okay. Ja. Also ich denke mal, scheint jetzt auf alle Fälle so das Ultimatum, das Beste eigentlich. Ja, ob sich das andere vorher lohnt, ich würde es eigentlich fast nicht kaufen. Ich bin mir nicht sicher, ob sich's lohnt und so, aber ich denke immer nicht so. Ich dann kaufe ich lieber nicht. Geldverschwendung dann. Also ich meine, kann aber jemand einen Kommentar schreiben, also wenn jemand das vielleicht ein bisschen genauer unter die Lupe genommen hat und so. Aber jetzt nur mal rein vom Gefühl her und so, ja, würde eher sagen so, go hard or go home. Gut, dann würde ich sagen, beendet man die Folge zumindest so mit dem theoretischen Teil an einem Punkt. Ich baue dann am Schluss noch den Part mit der Timelapse ein und mit der Musik und so weiter. Und genau, dann sage ich schon mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Floral Fly-FLP.